Hallöchen, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal und herzlich willkommen hier zurück auf der wunderschönen Bergschlandmap. So, heute geht es um Feld 5. Dort möchte ich die Aussaat machen. Und zwar haben wir ja gesagt, machen wir hier den Hafer drauf. Und ja, das machen wir heute ganz einfach hier mit den 724 Vario und eine Zitan von Amazone. Heißt die so? Zitan? Ja, Citan 6000 TC. Die ist gefüllt mit 1,6 Kubik Saatgut. Und zwar, wie gesagt, für Hafer. So, jetzt müssen wir halt noch jetzt muss ich halt noch die GPS einstellen. Können wir aber schon mal die Tür zumachen. So, was zeigt er uns denn hier? Automatische Breite 6,44. 6,50 Meter haben wir. Na, in der Hoffnung, dass das funktioniert. So, dann haben wir ja jetzt 1,65 Versatz. Nein, das stimmt nicht. Versatz möchte ich kein. Weil das haut im Lebtag nicht hin. So. 1, zack, 0. Okay. Dann stimmt das auf jeden Fall schon mal. Beziehungsweise Linien sind an. Okay. So. Hat noch mal runter geblinkt hat. So. Okay. So. Denn jetzt muss ich erstmal A-Punkt setzen. Da jetzt bin ich gesetzt. Sieht nicht dann mal aus. Jetzt. Ausrichten. Und so stimmt das dann auch. Ja. Okay. Dann kannst du losgehen. Ach so. Ist jetzt einen Knick macht. Jawohl, so passt's. Da brauchen wir doch den GPS hier.
laut Saatgutrechner brauche ich hier 1345 Liter an Saatgut, 1006 habe geladen. So, ich bin mal gespannt, ob das hier so funktioniert. Blick sieht erstmal ganz gut aus. Nicht ganz hin mit den Spuranreisern hier bei der Maschine. Vor allem macht die so eine ekelhafte Flugtextur. Da weiß man ja nicht so wirklich, wie man an was man sich da halten soll, damit das dann nachher auch wirklich passt. Richte ich mich hier nach den Schmutzfängern. Und der passt noch. Ja, ich habe jetzt die 6 Meter mal genommen oder 6,50 Meter, um mal zu sehen, ob das passt. Und vor allen Dingen mit den 3 Meter Kombi, die wir hatten, ich sage bewusst, die wir hatten,
War zwar in dem Sinne eine schöne Kombination, aber ja, gibt ja noch mehr davon. Also, muss dann halt bloß mal gucken. Ja, momentan probiere ich jetzt hier die Zidane aus. Die habe ich mir selbstverständlich nur gemietet. So wäre ich dann auch relativ schnell fertig hier mit dem Feld. So. So, ich arbeite jetzt hier nur 13 Meter Arbeitsbreite ein. Das sollte auf jeden Fall dann passen. Wie gesagt, in der weisen Voraussicht, dass das Section Control vernünftig arbeitet. Wir haben dann hier, ich habe dann hier auf jeden Fall eine 2 Meter Überlappung nach einer Seite. Dadurch, dass ja die die Spritze bzw. der Düngestreuer 15 Meter ist, bleibt natürlich selbstverständlich diese 2 Meter Überlappung. Das würde im Endeffekt heißen, wenn das Action Control nicht vernünftig arbeitet, wäre das praktisch Materialverlust. So. Braucht man nicht zurück, weil Feuerwinde kommt ja auch noch. Ja, die Berge Schlamm, die hatten echt schönes Feeling. Macht hier auf jeden Fall Spaß drauf zu spielen. Genauso wie auf der Unterkriegswacht. Nur bei der Unterkriegswacht finde ich jetzt so, da sind ein bisschen wenig Bäumchen drauf. Aber okay, das schont auch gleichzeitig so wieder ein bisschen die Performance.
gerade ein bisschen zu weit rausgekommen. Auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal schon mal für das Einschalten, für das Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wie gesagt, die macht einfach Spaß. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in dem nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich bye bye, euer Agrargönner und bleibt gesund. Ciao, ciao.